Du. Das Auge Enos ist geheilt. Was nun? Vergiss nicht, es zu tragen, wenn du gegen die Drachen antrittst. Verliere keine Zeit. Geh nun ins Minental und töte die Drachen. Warte mal. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komme schon klar. Mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Ich habe so einiges gehört. Doch nichts Neues. Immer wieder. Was hast du anzubieten? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Immer wieder das Gleiche. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Glaubst du wirklich daran? Ich könnte dir Sachen erzählen. Liegt doch auf der Hand. Ich habe was anderes gehört. Das ist kein Geheimnis. Warum erfahre ich das jetzt erst? Glaubst du wirklich daran? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das liegt doch auf der Hand. Das war doch schon vorher klar. Er stellt sich das immer so. Meine Meinung kennst du ja schon. Hat sich das jemals erinnert? Das hätte er auch selbst wissen können. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Ich werde mich da nicht fragen. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Erzähl mir etwas über die Orks. Die Orks sind erst seit kurzem hier. Ich meine zumindest die Orks vor der Burg. Allerdings wundere ich mich, wie gut sie organisiert sind. Normalerweise greifen Orks ohne Rücksicht auf Verluste an. Diese Orks warten ab. Ich weiß nicht auf was, aber sie warten. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Der kann einem leid tun. 50. Die falschen Leute gehört. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Erzähl mir etwas über die Burg. Sie liegt ziemlich im Zentrum des Minentals. Als das Tal noch ein Gefängnis war, haben die Erzbarone von dort den gesamten Erzhandel kontrolliert. Ich brauche Informationen. 50? Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Das habe ich früher auch immer. Hier kann man sowas nicht. Erzähl mir etwas über das Minental. Das Minental von Korinnes ist im gesamten Land für sein magisches Erz berühmt. Diese Berge sind der einzige Ort, wo man das magische Erz finden kann. Eine aus diesem Erz geschmiedete Waffe ist nahezu unzerbrechlich und durchschneidet die stärkste Rüstung. Bis vor wenigen Wochen war das gesamte Tal von einer magischen Barriere umgeben, die undurchdringlich war und niemanden herausgelassen hat. Erzähl mir, ich kenne sowas. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Hier erfährt keiner was. Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Immer wieder das... Sind doch alles nur... Hä? Was? Ist das wirklich wahr? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... Sind aus der Stadt. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich habe euch noch nie in der Stadt gesehen. Ich kann Leute nicht leiden, die ihre Nasen in Dinge stecken, die sie nichts angehen. Verstanden? Das liegt doch auf der Nö. Hand. Dann werde ich dir reinprügeln müssen. Von mir erfährt keiner was. Jetzt wird's lustig. Hau ihn fertig! Hör nicht auf!
Ja, ja, so ist fertig. Gut. Ja, ich bin fertig. Fertig. Hör nicht fertig. Auf. Na, mach schon. Fertig. Lass dir nichts doch gefallen. Parier doch. Hör nicht auf. Nicht schlecht. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich hätte das anders gemacht. Mit mir kann man sowas nicht machen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Ich hab mir das schon gedacht. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich darf das nicht glauben. Erzählen. Das war doch schon vorher. Geheimnis. Also ich wäre mir da nicht so sicher. Hey, du. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Ist doch nichts Neues. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Das nicht zu fragen. Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung, wir überlegen noch. Das ist doch alles nur geredet. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt, es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So, so. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Hey, du! Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Vorher gewusst. Wonach sieht's denn aus? Das wird sich nie ändern. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Nicht so sicher. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Das ist kein... Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Jetzt geht's! Vorsicht! Scheiße! Das tut weh! Scheiße, das tut weh! Der hat gesessen! Ich habe für so etwas keine Zeit. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hier hast du was. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ja, das hat er wirklich behauptet. Ich kann das nicht glauben. Da lacht das Herz. Da kann man sich nicht so, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Daran was ändert. Ich könnte dir Sachen erzählen. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Ich habe so einiges gehört. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Ist das wirklich wahr? Das höre ich zum ersten Mal. Er stellt sich das immer so einfach vor. Man weiß, ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf.
Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Weiß ja nicht mal, wie ein Schwert hält. Ich habe so einiges gehört. In Ordnung. Hier ist das Geld. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Das war doch schon vorher klar. Lass uns mit dem Training beginnen. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir aus deinen verstaubten Paladin-Knochen rausholen, was? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte das anders gesehen. Es war genau so, wie du sagst. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Der war doch sturzbetrogen. Keine Ahnung, sag du es. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Ich habe was anderes gehört. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Der arme Kerl kann einem leid. Der muss einfach mehr trainieren. Hey du! Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Ich weiß gar nicht, warum er. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Vorsicht! Das tut weh. Dann zeig sie! Scheiße! Schlag zu! Parier doch! Zeig sie! Pass auf! Nicht schlecht. Das höre ich zum ersten Mal. Geht es besser? Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Noch darüber reden wir noch. Wem man noch glauben kann. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist kein Geheimnis. Thank you.
nichts zu plündern. Thank you.
Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prallen, damit das Drachenproblem lösen zu können. Aber ich sag dir was. Die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Zengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Zengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei.